So, hallöchen liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Das letzte Mal haben wir Jakira erfolgreich erledigt in einem viel zu langen, übermäßig langen Part. Und zwar 27 Minuten waren das, glaube ich. 27 Minuten, ja. Irgendwas in der Richtung, ich weiß es nicht mehr genau. Wir sind jetzt hier und stehen vor Muscat, dem dicken Mann. Und außerdem ist er auch der Bürgermeister von Penac. Was mir erst hinterher aufgefallen ist, witzigerweise. Nachdem ich die Aufnahme beendet habe. Und ich würde mal sagen, wir lesen jetzt mal den Kram hier vor. Respekt, Respekt, was für ein prächtiger Kampf. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ihr das bis hierher schaffen würdet. Was? Der Bürgermeister? Aber wieso? Und wieso hier? Ach nein, hast du es immer noch nicht durchschaut? Wie kann man nur so naiv sein? Mal bin ich der nette, hilfsbereite Bürgermeister und mal der Herrscher im Dunkeln, der Boss eines mächtigen Verbrechersyndikates. Mein wahrer Name ist Intrigo und ich werde nichts weiter als die Weltmeisterschaft an mich reißen. Flupp! Und jetzt kann er schweben. Warum auch immer. Wie konntet ihr es wagen, meine Pläne zu durchkreuzen? Aber ich werde meinen Plan gnadenlos durchziehen und beim nächsten Mal werdet ihr keine Rolle in diesem Plan spielen. Ich werde euch zerquetschen. Mir fällt gerade auf, die Stimme, die ich ihm gebe, die ist voll ironisch. Und dann steht nichts mehr zwischen mir und der Weltherrschaft. Hui, und er kann auch noch tanzen. Okay, Freunde, ich habe jetzt richtig Bammel vor dem Typ, muss ich sagen. Hör auf zu stampfen. Oder, oh Gott, er haut gleich die Fetten raus. Das ist böse. Gut, aber eigentlich muss ich von nichts Angst haben. Okay, doch. Ah, ich glaube, Bruder Lander hat eine Flugattacke. Und es senkt meinen Angriff. Es ist so böse gemein, Alter. Das Einzige, was ich mache auf jeden Fall den Flammenwurf auf Shirox. Und werde... Ich vermute einfach mal, dass Eddie nach einem Aeroas weg ist. Ich vermute mal, der hat Aeroas oder irgend sowas in der Richtung. Ich werde aber auf jeden Fall den Flammenwurf auf Shirox machen und Eddie versucht es. Mit dem Hyperstrahl bei Butterland. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Hyperstrahl mache und Eddie halt die Flugattacke überlebt, dann ist er im nächsten Zug vollkommen schutzlos. Aber was ich machen könnte, ist, ich könnte den Hyperstrahl machen und falls Eddie überleben sollte, kann ich ihn austauschen gegen ein anderes Pokémon. Was vielleicht gar nicht mal so doof wäre. Ich glaube, ich mache das wirklich so. Ich hoffe das Beste. X-Angriff. Oh Gott! Warum bist du so unfair? Alter! Naja, umso besser. Jetzt habe ich volle Pulle Angriff für die beiden. Bam! Oh Gott, dieser Schaden. Gut, Flammenwurf, es ist eine Vierfachschwäche. Ich glaube, genau, das ist erledigt. Shirox hatte schon mal keine Chance. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, wer als nächstes kommt. Ein Machomai, okay. Was mache ich jetzt gegen Machomai? Ich habe gerade jetzt keine Dings zur Hand. Keine Psycho-Attacke oder Flugattacke. Ich bin da jetzt am Überlegen. Ich bin jetzt gerade nämlich extrem im Nachteil. Ich habe eine Flugschwäche und eine Kampfschwäche gerade draußen. Machomai wird hundertprozentig das Mekago anvisieren. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich Repus austauschen für Pole. Ja. Und leider Gottes ist jetzt Eddie vollkommen schutzlos gegen das Brutalander, weil ich den Hyperstrahl gemacht habe und der Schaden echt scheiße war. Und ich wusste, dass es Aeroas hat. Es ist so scheiße. Jo, Eddie ist One-Hit tot. Ich habe da keine Chance gegen den X-Angriff. Und ich sende wahrscheinlich jetzt mal Draco aus. Ich bin mir nicht sicher. Draco habe ich, wie gesagt, die Drachenattacke Feuer-Odem, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich schneller bin als Brutalander. Aber die Sache ist, die Drachenattacken waren hier noch speziell. Das heißt, der X-Angriff, der wirkt bei den Drachenattacken nicht. Das ist ganz sinnvoll. Erdbeben! Warum? Warum? Nein!
Überlebt das, Psyana. Überlebt das, danke. Oh Gott. Oi. Weg mit dir, du Arsch. Sicherheitshalber heile ich jetzt nochmal mein Psyana. Wo sind denn jetzt hier Übertränke? Danke. Ich habe nur noch 7 Stück, das ist scheiße. Oh Gott. Warum kann das Risiko ticken? Scheiß. Nein. Alter, holy moly. Ihr wisst schon, dass das unfair war. Man muss auch leider bedenken, dass ich vollkommen unterlevelt gegen ihn bin. Das ist leider eine Tatsache. Ich habe jetzt nichts mehr gegen das Mahomai. Das ist echt ein Problem. Ich werde jetzt wahrscheinlich... Bericht, was hat der nochmal für Attacken? Stimmt, ich hab das Toxin noch. Das könnte vielleicht noch die Rettung für mich sein. Ich werde Left einschicken. Warum darf das jetzt nochmal? Ein Volltreffer. Du Bastard. Okay. Draco macht jetzt den Feuerodem auf das Brut. Aber ich vermute einfach mal, dass ich... Ja, ich bin langsamer. Alter, dieses Viech haut rein. Es ist brutal. Wie der Name halt schon sagt, brutal Landa. Tja, jetzt habe ich nur noch Repus und Dejimo. Ich bin leider unterlevelt immer noch. Und die sind alle schneller als ich. Aber das Toxin hat ihn wenigstens jetzt noch getroffen. Und wehe, der Typ hat Gegengift dabei, dann... Boah. Dann gibt's aber echt aufs Maul. Ja, das war's mit Left und auch mit Dejimo. Oh, doch nicht. Cool. Ich habe keine Chance gegen ihn, Leute. Ohne Scheiß. Absolut keine Chance. Ich mach das Schutzschild. Feuerstoff auf Mahomai. Top genäht. Ist das scheiße. Oh Mann. Natürlich, jetzt triffst du nicht. Nein. Nein. Das ist echt nicht wahr, Leute. Alter Schwede. Tja. Ich hab kein... Ne, es bringt nichts mehr. Ja, jetzt trollst du mich auch nochmal, du Arsch. Mit deinem dummen Drachentanz da. Tja, keine Chance, Leute. Aber eigentlich könnte ich das besser anstellen. Das Problem war, dass Brutalanda einfach wirklich viel zu viele von meinen Pokémon erledigt hat. Ich muss Brutalanda zuerst aus dem Weg räumen. Ich wurde leider besiegt, ja. Und jetzt lande ich wieder hier. Aber die Krypto-Pokémon, die habe ich ja jetzt eigentlich noch, oder? Die ich jetzt dort gefangen habe. Müsste ich ja eigentlich. Da ist das Panzeron schon mal. Ja, da sind sie alle. Metagross. Hier. Buhaha. Na gut, aber wenn ich die noch habe... Jetzt, ich weiß halt nicht, ob ich nochmal gegen die Typen kämpfen muss. Oder ob ich jetzt direkt bei Intrigo lande. Weil wenn ich jetzt direkt bei Intrigo lande, das wäre ja eigentlich perfekt. Weil dann könnte ich ja jetzt nochmal Heil-Items kaufen gehen. Weil oder habe ich jetzt überhaupt noch Geld... Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt kaum noch Kohle habe. 5000. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt noch lohnt. Und ich sehe außerdem auch, dass wir jetzt erst gleich 10 Minuten aufnehmen. Oh Gott.
Tja, Freunde, was mache ich jetzt? Ich werde, glaube ich, mal Psyana nach vorne tun und Draco. Ich werde auf jeden Fall volle Pulle Brutalanda angreifen. Um auf jeden Fall Brutalanda aus einfach ums umzulegen. Ich hoffe einfach mal, dass der immer mit den beiden am Anfang startet. Weil wenn auch die KI so hoch ist und schlau ist und merkt, dass ich andere Pokémon dabei habe, beziehungsweise dass ich zuerst andere Pokémon reingetan habe am Anfang des Teams, dann habe ich ein Problem. Weil ich mich dann wieder umstellen muss mit zwei anderen Pokémon. Boah. Aber so ein Hypertrank, der kostet ja auch 1200. Ich habe kaum Kohle dafür eigentlich. Das ist echt scheiße. Ja. Ich kann mir 4 Stück kaufen. Na, besser als nichts. Ich muss es riskieren, Leute. Es bringt nichts. So, dann gucken wir mal. Und falls ich jetzt nochmal gegen die Alolektriner nacheinander antreten muss, dann werde ich wahrscheinlich mal einen kurzen Cut einlegen und werde das einfach offscreen nochmal durchspielen. Und mich dann wieder zurückmelden, wenn ich dann bei Muscat bin, beziehungsweise Intrigo. Vorher bringt es, glaube ich, nichts. Aber wir gucken erstmal nach. Na komm schon. Ich save nochmal ab. So. Wir spielen schon bald 100 Spielstunden. Das ist echt brutal. Ich habe echt lange gebraucht für dieses Let's Play. Naja, ich bin auch selber schuld. So ein bisschen. Ganz kleines bisschen. So. Beeilung bitte. Okay. Jetzt geht's wieder zur großen Haupthalle. Ja. Doch, ich kann das so lassen. Ich hoffe jetzt nur echt, dass ich direkt bei Intrigo lande und nicht irgendwie noch bei einem anderen davor oder nochmal alle gegen alle Trainer kämpfen muss. Das wäre echt behindert jetzt. Weil das hat wirklich die Schwierigkeit ausgemacht. Ich musste die Pokémon irgendwie halt alle geheilt bekommen, während es halt dann zum Bossgegner kommt. Das war halt wirklich die große Schwierigkeit, weil bei allen Kolosseum-Kämpfen in den Spielen ist es ja nicht wirklich so, dass die Pokémon geheilt werden nach jedem Kampf. Es werden ja 4 Kämpfe in Folge gemacht und alle Pokémon werden dann nochmal davor geheilt. Und das ist wirklich die Schwierigkeit gewesen, weil gerade in diesem Endkampf die Pokémon nicht geheilt werden. Ah, okay. Scheinbar muss man es nicht nochmal machen. Oh, das ist gut. Das finde ich schön. Ich dachte, er hätte Dank von mir bekommen und wäre geflohen. Ho, ho, ho. Ja, wir sind bereit für den Totaluntergang. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Mann. Ohohoho. Ich werde euch vernichten, so oft wie ihr mir unter den Augen tretet. Unter die Augen tretet. Bla. Dann probieren wir es mal ein weiteres Mal, Freunde. Aber um ehrlich zu sein, ich habe auch keine Lust, jetzt eigentlich nochmal die Pokémon zu heilen, weil... nochmal zu leveln, weil... Ich persönlich würde... Ich habe keine Lust, die bis Level 60 wirklich aufzuleveln und auch eigentlich nicht bis Level 55, was zuerst der Plan war damals. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein paar Mal bei ihm verliere, dann werde ich einfach zusehen, dass ich halt wirklich offscreen einfach den Sieg irgendwie reinschneide oder sowas. Weil wirklich spannend ist das echt nicht, wenn man mich andauernd beim Failen sieht. Das ist halt leider so. Was, warum machst du jetzt keinen X-Angriff? God damn it.
Gut, okay. Auf die Tour willst du's. Ja. Psychokinese. Hau mal raus. Wie viel Schaden macht denn das? Oh Gott. Alter. Ach stimmt, Cherox kann ja Silberhaut. Das ist sehr effektiv auf Psycho-Pokémon. Alter, er one-hitted mich aber auch mit jedem, ne? Es ist so gemein einfach. Und die Sache ist auch wirklich, dass ich mit jedem einfach zu langsam bin. So. Ach nein, Eddie hat ja auch die Flugschwäche. Ach, Mist. Aber er hat nicht den Angriff geboostet. Das wäre vielleicht jetzt nochmal eine Chance. Nein, ich mache jetzt nicht den Hyperstrahl. Ich versuch's, es bringt nichts, Freunde. Jetzt ist die Überlegung, ob ich jetzt bis auch nochmal auf Butterlander mache. Aber vermutlich wird Eddie eh vorher sterben, weil Butterlander Aero ausmacht. Höchstwahrscheinlich. Deswegen werde ich mit Dejimo auch nochmal den Hyperstrahl probieren. Oder ist das doof? Ich habe nichts zu verlieren. Wow! Wow! Alter! Natürlich ging es daneben. Ach, fickt euch doch, Mann. Nein. Mann. Sei jetzt wenigstens dumm und mach den Risikotackle, Brutalander, damit du dich tötest. Das fände ich jetzt echt toll. Dumm gelaufen, leider Gottes. Left, komm mal her. So. Das war es auf jeden Fall schon mal mit Cherox jetzt. Vierfachschwäche hat er keine Chance gegen. Aber Cherox ist auch bisher wirklich das einzige Pokémon, was ich kaputt kriege. So, jetzt haben wir hier das Problem mit Mahomai. Ich mache den Surfer, dann mache ich wenigstens beiden Schaden. Bitte triff. Oh, du machst Risikotackle, das ist auch okay. Gut, weg mit dir, Butterlander. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, was er noch hat. Irgendwas anderes, fieses bestimmt. Natürlich hat er einen Lashoking. Mit Sicherheit auch noch mit H2O Absorber oder so ein Scheiß. Alter. Und dieses Mahomai überlebt jetzt wahrscheinlich auch noch. Boah, dieser Schaden, es ist so schlecht einfach. Wow. Jetzt haut er das Erdbeben raus und beide sind Geschichte. Ach nein, stimmt. Left hat es ja ganz gut überlebt. Ach stimmt, und Lashokin kriegt ja jetzt auch Schaden. Das ist gut. Das finde ich gut. So, jetzt habe ich nur noch Repus. Ich mach den Schlitzer auf Mahomai und Repus macht ein Schutzschild. X-Angriff, oh Gott. Was beim Lashoking, okay. Das Schutzschild war jetzt natürlich wasted. Vielleicht reicht der Schlitzer ja aus. Hat
Natürlich reicht er nicht aus. Hätte auch mal ein Volltreffer sein können, oder? Mann. Oh, okay, Das Problem ist jetzt, wenn der Erdbeben macht, klatscht er uns beide kaputt. Sowohl Left als auch Rebus, weil Rebus hat bei der Vierfachschwäche, der hat keine Chance. Ich werde jetzt wahrscheinlich mit Left nochmal angreifen wollen. Mit dem Schlitzer. Und werde mit Rebus jetzt ein Item benutzen, und zwar ein Beleber bei... Tja, da ist jetzt die nächste Frage. Was mache ich? Wen heile ich hoch? Pole lohnt sich schon kaum noch wegen... Gut, aber er hat wirklich einen starken Spezialangriff. Mit der Psychokinese kann ich da einiges rausholen noch. Ich probiere es. Huch! Ich bin sogar schneller. Pam! Verpiss dich, du Sack! Boah. Oh nein, Attacking. Oh Gott. Gut, die Vielfachschwäche, die hätte ich jetzt... Ich hätte jetzt eher mit dem Erdbeben gerechnet von Machomai, aber ich wusste auch nicht, dass ich schneller bin. So. So. Oh, ein Durchbruch auf Letarkin, das wär's doch eigentlich. Und die Psychokinese. Allerdings, ich bin gerade viel zu risky. Ich müsste die ja nicht erstmal heilen, die beiden. Durchbruch. Items. Übertrank. Hier. So, gucken wir mal, ob das klappt, wie ich das möchte. Eine Top-Genesung, natürlich. Zermalmklaue. Tut das weh? Das tut weh! Oh Gott! Mann! Der Durchbruch macht jetzt wahrscheinlich gar keinen Schaden. Natürlich nicht. Boah, Leute. Dann werde ich jetzt wenigstens Eddie wiederbeleben. Attacking V. Ah, okay, das finde ich schon mal gut. Das finde ich gut. Auf Letarking? Oh, ich ahne, was er davor hat. Das ist ja richtig gemein. Er hat den Angriff von Lashoking geboostet und hat das jetzt gerade mit Letarking getauscht. Scheiße. Ich mach Toxin auf Letarking. Eddie macht den Kreuzhieb auf Letarking. Warum ist Letarking schneller? Mann! Ihr seid so unfair. Ja, das Problem ist halt auch, dass er Top-Genesungen dabei hat bis zum... Ach nee, Wertewechsel, das tauscht die Fähigkeiten aus. Das ist jetzt noch behinderter, weil Letarkin jetzt nicht mehr faulenzt. Die Sache ist jetzt, wen heile ich? Gegen Eddie hat er das Aeora Ass. Gegen Pole hat er einfach die Zermalmklaue, weil er nichts aushält. Ich habe keine Ahnung, wen ich nehmen soll. Ich nehme Regimo, glaube ich. Versuchen wir es. Ach so, es kann Erdbeben.
das hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Das war's leider, Leute. Mal wieder. Ich habe keine Chance, weil ich einfach zu langsam bin. Boah, Mann, ey. Gut, Leute, aber ich mache dann, glaube ich, erstmal hier einen kurzen Cut und werde mal sehen, was sich da machen lässt. Vielleicht level ich, vielleicht schneide ich einfach den Sieg hinten dran und dann war es das vielleicht schon. Mal sehen. Bis zur nächsten Folge, würde ich dann mal sagen. Das war Pokémon Kolosseum für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Intrigo. Vielleicht dann endlich mal, wenn wir ihn besiegt haben. Okay, dann hau ich ab. Bis dahin, stay heavy und ciao, ciao. So, das Video ist noch nicht vorbei, habt ihr gerade gesehen. Normalerweise müsste der Part jetzt zu Ende sein, aber ist er noch nicht. Ich schneide das einfach dahinter, direkt. Und um euch einfach nur zu sagen, dass ich mich jetzt kurzfristig dazu entschieden habe, Intrigo jetzt nicht mehr besiegen zu wollen. Einfach aus dem Grunde, man hat alle seine Pokémon gesehen. Außer das Krypto-Pokémon, aber da kann ich euch verraten, es war ein Despotar, was da nicht hätte gekommen wäre. Und aber eigentlich hat man bei dem Kampf jetzt alle gegnerischen Pokémon gesehen. Ihr habt gesehen, wie er mich zerlegt hat, mehrere Male. Eigentlich zweimal. Ich habe ihn dann offscreen noch ein paar Mal probiert, aber ich habe es echt nicht hinbekommen. Ich habe verschiedene Pokémon nach vorne gesetzt, habe verschiedene Strategien benutzt und so ein Scheiß. Und ja, ich hatte einfach keine Chance und einfach erstens aus dem Grund, dass ich unterlevelt bin und zweitens, dass ich halt wirklich nicht mal was gegen ein Wasser-Pokémon habe. Lashoking zum Beispiel. Die Sache ist einfach, es ist mir einfach ein bisschen zu blöd und um ehrlich zu sein, lohnt sich das auch gar nicht, weil ich eh kein 100% Run draus gemacht habe. Ich habe so oder so schon ein paar Krypto-Pokémon vergessen gehabt und beziehungsweise nicht fangen können, weil ich einfach zu schusselig war. Und wenn ich jetzt das Despotar fange, kommt auch nicht viel bei rum und ehrlich gesagt, ich hätte es eh nicht hingekriegt und ich hätte es sowieso, ich habe es auch schon in dem einen Part davor gesagt, ich hätte es wahrscheinlich kaputt gemacht, weil ich einfach nicht, erstens nicht genug Heilzeug habe, um andauernd darauf zurückgreifen zu können und die Hyperbälle werden so oder so auch irgendwann wahrscheinlich ausgegangen, weil ja, ich habe so viele bei Metagross verschwendet, das war echt nicht witzig. Also werde ich hiermit Pokémon Kolosseum beenden und werde, nach diesem Part hier nichts mehr von Pokémon Kolosseum hochladen. Es tut mir leid für diejenigen, die jetzt vielleicht ganz gerne das Ending gesehen haben, aber eigentlich, ihr habt alles gesehen. Außerdem, ich habe dieses Let's Play schon seit über einem Jahr auf meinem Kanal und es wird langsam Zeit, dass ich es beende und dann langsam mal das Spiel in mein Regal zurücklegen kann, damit ich ein neues rausholen kann, was dann vielleicht euch auch noch gefallen könnte. So. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht allzu schlimm, aber das nächste Pokémon kommt bald. Pokémon XD werde ich höchstwahrscheinlich auch noch Let's Playen, aber ich weiß nicht, ob ich es direkt danach mache. Mal gucken, wenn ihr brav seid und lieb seid und nicht nervt. Gut, ich bedanke mich hiermit beim Zugucken an all diejenigen, die bis hierher zugeguckt haben, denn es war mein allererstes Projekt. Und ich freue mich, dass endlich mein allererstes Projekt auch abgeschlossen wurde, zumindest ziemlich zum Großteil. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Danke, dass es euch gibt. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, wenn es heißt, wir Let's Playen was anderes. Bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.